Oliver Kumbatzki. Sehr verehrte, liebe Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir wissen nicht, wie wir in 10, 20 oder 50 Jahren leben werden. Mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis beginnt das Vorwort des ehemaligen Ministerpräsidenten Thorsten Albig zum Entwurf der Landesentwicklungsstrategie 2030. Trotzdem, so die zweite Erkenntnis des ehemaligen MP, bedeutet das nicht, dass wir keinen Einfluss auf die Zukunft haben. Und um eben diesen Gestaltungsspielraum möglichst voll auszureizen, begann die Landesregierung 2013 mit einem durchaus ehrgeizigen Projekt der Landesentwicklungsstrategie 2030. Ja, aber und genau, sie sollte eben auch die Dachstrategie für die zukünftige Entwicklung des Landes bieten. Und sie sollte keine Jahrespläne mit Zielerreichung beschreiben, sondern Ministerien und Akteuren Orientierung bieten. Das nochmal zur Einordnung, worüber wir reden. Und ein Problem hatte aber diese Strategie, oder nicht die Strategie, sondern die Handhabung. Und zwar waren unter der damaligen Staatskanzlei eben keine Regierungswechsel bis 2030 vorgesehen. Das ist ein Problem gewesen. Und so kam es bekanntlich anders als geplant. Selbstverständlich veränderte politische Mehrheiten auch veränderte Schwerpunktsetzungen im Regierungshandeln nach sich. Und das ist eben nicht nur das Wesen, sondern es ist der Antrieb der Demokratie, meine Damen. Herr Abgeordneter. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, der Abgeordnete Miliatli. Selbstverständlich, sehr gerne. Darf ich Ihnen Ausführungen denn deuten, dass Sie prinzipiell grundsätzlich dagegen sind, wenn Sie Strategien, Finanzierung und andere Konstrukte sich über eine Legislaturperiode hinausrichten? Darf ich das als ein Statement von Ihnen Nein, verstehen? Nein, mein Statement in dieser Sache lautete eigentlich, Sie haben eine Strategie aufgelegt, die über Wahlperioden weitergedacht ist und wundern sich jetzt über andere Schwerpunktsetzungen. Genau. Also mein Problem ist, dass Sie sich über Sachen wundern, die aber selbstverständlich sind. Ein Regierungswechsel hat andere Schwerpunktsetzen zufolge und nichts anderes habe ich kritisiert, Frau Kollegin. Das tun wir nicht. Moment bitte, Herr Abgeordneter, Frau Mediatli. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage der Abgeordneten Mediatli? Ja. Das tun wir nicht. Ich glaube, der Kollegin Kissen-Eickhoff-Weber sehr, sehr deutlich geworden, dass es uns darum geht, dass wir das, was damals erarbeitet worden ist, dass das gerne veröffentlicht werden wird, so wie das der Ministerpräsident uns auch zugesagt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn Sie in den aktuellen Landesentwicklungsplan schauen, und der ist ja gerade in der Anhörung, dann werden Sie eben auch sehen, dass viele Punkte aus der Strategie dort auch eingeflossen sind. Und das finde ich auch durchaus gut und richtig. Komma, und umso verwunderlicher ist Ihr Antrag. Also, meine Damen und Herren, die Arbeit an der Landesentwicklungsstrategie war ein Mammutprozess. Nicht nur wurden viele Ressourcen in der Landesverwaltung beansprucht, sondern natürlich auch hat es was gekostet. 1,3 Millionen Euro hat dieser Prozess gekostet, möchte ich auch gerne mal erwähnt wissen. Ansatz war eine breite Bürgerbeteiligung, und das ist auch durchaus ein sehr positiver Aspekt dieses Prestigeprojekts. Und eben ein Projekt, das letztlich aber, und das gehört auch soweit dazu, doch in vielen Fragen vage bleiben musste und schon deswegen in die unzähligen Veranstaltungen geweckten Erwartungen nicht erfüllen konnte. Und Kritiker, zu durch wir Freie Demokraten auch durchaus zählten, bemängelten in diesem dicken Machwerk eben viel Prosa und wenig Konkretes ausfindig machen zu können. Und so stellt sich nun die Frage, meine Damen und Herren, was bleibt? Es bleibt der Fleiß, der Einsatz der Bediensteten in der Landesverwaltung, der vielen Bürgerinnen und Bürger und der Verbände, die sich eingebracht haben, um ihre Anregungen und Stellungnahmen einzubringen. Und die Anregungen und Erkenntnisse aus dieser Arbeit sind eben nicht nur in die von mir eben schon erwähnte Überarbeitung des Landesentwicklungsplans eingeflossen, sondern haben natürlich auch Einfluss in unsere tagtägliche Arbeit und auch in die Regierungsarbeit. Aber, meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger erwarten eben von uns mehr als Problembeschreibungen. Und Jamaika ist eben ein Regierungsbündnis, was die Probleme nicht nur wälzt, sondern wir packen Probleme an und sorgen dafür, dass diese Probleme beseitigt werden. Das ist eben der Unterschied. Und nun komme ich mal zum Hauptargument, Frau Eickhoff-Weber. Wir können uns auch es schlicht nicht uns leisten, weitere Kapazitäten in die Überarbeitung der LES zu stecken, sondern wir haben andere große Probleme vor der Brust oder große Herausforderungen vor der Brust. Das ist einmal natürlich die Regionalpläne Winterhölk. Sie müssen sich auch mal entscheiden, was Sie wollen. Jetzt sagen Sie auf einmal, ja, jetzt geht mal Schwerpunkt wieder in die LES 2030 rein und morgen stehen Sie wieder hier und sagen, es geht nicht schnell genug mit den Regionalplänen. Was wollen Sie überhaupt? Wir haben, meine Damen und Herren, wir gehen die Regionalpläne Wind jetzt an, wir gehen den Landesentwicklungsplan an und wir berücksichtigen da natürlich auch die vielen, vielen Stellungnahmen, die dazu eingegangen sind. Das ist eine Selbstverständlichkeit, weil wir das eben gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten. Und uns ist eben die Beteiligung
da sehr wichtig. Und Frau Eickhoff-Weber, zu Ihrem zweiten Punkt, der ordnungsgemäßen Beteiligung des Landesplanungsrats. Wir oder die Landesregierung lädt den Landesplanungsrat ein, wenn es soweit ist, wenn da eben die Beschlüsse anstehen, so wie sich das gehört. Also ich verwundere mich wirklich schon sehr über den Antrag, der ja auch eigentlich nur die Gesetzeslage wiedergibt. Also das läuft alles, meine Damen und Herren. Deswegen werden wir dem Antrag auch ablehnen, unserem Antrag natürlich zustimmen. Wir setzen auf Dialog, wo es konkret wird. Wir hören zu. Und deswegen sind wir den Bürgerinnen und Bürgern eben auch schuldig, all unsere Kraft und Ressourcen in eine sorgsame Landes- und Regionalplanung zu stecken und nicht in überambitionierte und teure Hochglanzprojekte aus längst vergangenen Zeiten. Danke schön.